Weil dafür werden wir schmaler. Stimmt. Und dafür wird es ein Stück länger. Ist trotzdem mehr zu beströmen. Lichttechnik. In drei Lampen bleiben drei Lampen. Abschäumer bleibt der gleiche. Ja. Ist ja alles schon mehr. Du hast auf jeden Fall mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Ober, also im Becken selber und aber auch unten im Technikbecken. Da hast du noch ein bisschen mehr Platz, um Technik zu verbauen. Ne? Du hast doch gerade das Taschenrechner. Rechne mal doch mal bitte das Volumen aus von den beiden. Bei einem Wasserstand von 55. Ne? Ja. Ja, bin ich ungefähr bei 850 bei dem Kleinen. Mhm. So gut 1200. Ja. Das ist eigentlich jetzt beziehungsweise. Das kostet doch. Ja, müsst ihr mitlaufen. Ja. 1200 plus Technikbecken sind wir bei 1400 ungefähr maximal. Ja. Das ist noch handelbar. Und das andere hat 1000 mit Technikbecken. Ja. Das macht den Wurf nicht fetter. Die Fische haben wesentlich mehr Platz und es sieht nicht so gedrungen auf der Wand aus. Es ist deine Entscheidung. Du musst da mit deiner Technik und mit allem, was du da momentan verbaut hast, auch klarkommen. Also da hast du mir auch gesagt, dass da noch einige Sachen verbaut sind. Vom Pflegeaufwand ist das gleiche, weil du ja in dem Falle die fast identische Fläche zu putzen hast. Weil dort ja, wie ich es verstanden habe, nur die Frontscheibe einsehbar ist. Ja. Ja, und links ist der Kaminschacht und rechts ist. Und hier wäre ja auch nochmal, also es kommt dann fast auf das gleiche aus. Dann hast du also nur die Frontscheibe, wo ich krass davon sehe. Genau. Du hast mir gut. Ich weiß doch, ich habe es selber erlebt. Aber ich bin Handwerker, ich komme jetzt auch zu dir, da wieder rauszuschleifen. Ja, das ist das hin. Maschinchen ist die beste Möglichkeit, was es gibt. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja, also das ist schon mal super, das zu wissen. Also. Und Strom ist mir so oder so egal. Das kommt noch dazu. Photovoltaik auf dem Dach, Peng. Nachhaltig. Ja. Ich habe extra größer Dreck gewählt. 10 kW auf dem Dach. Und 6 kW Speicher, das reicht schon. Im Winter zwar nicht, aber im Sommer ist das Beste, was geht. Gut. Sehr gut. Und da geht das dann auch ganz normal wieder mit den Noten, wie du das auf der Base vorgeführt hast, mit Springschutz, ne? Ja, genau. Also ich würde dann da in die Randverstärkung eine Falznot einfräsen. Ich kann euch gleich mal ein Bild zeigen, weil ich gestern noch ein Foto bekommen habe von einem Kunden, der happy damit ist. Mhm. Und also es wird einfach eine Falznot eingefräst und dann in dem Falle würde ich 5 mm tief, 10 mm breit fräsen, sodass die Auflage 10 mm ist und die Scheibe von dem Springschutz dann 5 mm ebenso abgenutzt ist und dann flächenbündig eingelegt werden kann. Ja. Dann hast du ein schönes, glattes Bild. Und dadurch, dass du die Zuvorstellung drin hast, geht das Becken noch nicht auseinander. Okay. Minimal. Wir haben ja keine Zugstäbe damit da drin. Du hast halt dadurch, dass Acrylglas Feuchtigkeit aufnimmt, 2,5-2%. Das ist halt wesentlich elastischer als normales Glas. Ja. Will es irgendwo hin. Also es bedeutet nicht, dass das irgendwie fragil ist oder so, sondern es ist einfach nur durch die Elastizität. Daher bin ich überhaupt gar kein Freund von Pool-Aquarien. Ist natürlich auch abhängig von der Spannweite eines solchen Aquariums. Muss immer irgendwo eine Zugentlastung da sein. Man kann das auffangen, entweder durch erhöhte Materialstärke und auch einen umlaufenden Randverstärken. Die wird aber niemals eine Zugstimme verzichten. Ja, genau. Also man ist im öffentlichen Bereich spricht man von einer Zulassungsschicht. Das sind immer 3,2 mm Durchbiegung auf 1 Meter erlaubt. Das ist halt so, wenn die ganzen Zoos abgenommen werden, dann machen die halt eine Zulassung im Einzelfall, da wird das einmal so gemessen und dann bei der Durchspiegelung. Also das hast du bei Federscheibe, siehst du aber eigentlich gar nicht. Ne? Also es ist jetzt nichts, was irgendwie. Wenn ich nicht über das Aquarium drüber peile, dann sehe ich es auch nicht. Ja. Also auffallend tut es nicht und es ist auch konstant geblieben. Also das ist jetzt nicht so, dass es weiter auseinander geht. Komm, mit den zwei Zugstreben müssen wir doch auf 3 Meter hinkommen, oder? Auf jeden Fall, ja. Klar. Also ich hätte da in jedem Fall auch 2 gewählt.
Ja. Man kann das auch mit einer machen, aber dann wäre die relativ breit und sähe irgendwie nicht richtig aus. Da hätte dein Monk wieder was gegen. Und, kannst du sicher sein. Das wäre dann in dem Falle die bessere Variante ist dann tatsächlich. Also sieht gefälliger aus. Ja. Ja, und bei den 2 Meter kommen wir ja auch mit 3 dann auf jeden Fall. 2 Zugstreben auf jeden Fall. Da würde ich tatsächlich eigentlich nur eine machen. Oder halt. Also ich würde jetzt. Ganz von 2-2-4er. Das wird auch gehen. Ja, wenn wir bei den 2 Metern nur eine machen, dann musst du auf die 2-4er gehen. Ja. Weil ansonsten hast du ja im Prinzip dann da, wo im Prinzip Licht reinfallen kann, direkt die Lampe mit drüber. Ja, wenn du sagst, dass da eine reicht, dann würden wir da eine machen, dann gehe ich da einfach auf 2-2-4er. Auf jeden Fall, dann. Ganz easy. Okay, und wie breit ist die dann etwa? 100 mm ungefähr, kannst du rechnen. Zwischen 80 und 100 mm. Kommt ein bisschen drauf an, ich kann die auch dann irgendwie verjüngen an einer Seite, wenn jetzt zum Beispiel wir da mit sonstigen Anbauten irgendwie Probleme bekämen, kann man das schon machen. Aber okay. Ist auch ein bisschen immer optisch abhängig. Also unsere Radverstärkungen sind, ja gut, von wo soll ich anfangen, also im Standard so zwischen 80 und 100 mm breit. Ne? Gibt natürlich auch Becken, also das 5 Meter Becken, das ist glaube ich 200 Randverstärkung und auch ein bisschen, wie man vernünftig hinkommt von dem Maß von der Aufteilung, also das ist ein bisschen flexibler, sind wir da, also ist man da schon, aber wir haben ja da auch so Berechnungstool. Wären das dann die Freifläche 60 mal 80? Nee, Quatsch, 60 mal 90. Richtig, dann 10 cm rechts und links und in der Mitte 10 sind 85. 70 weg, wären es 85, stimmt. Genau. Ja, und dann an den Eckenradien, ne? So ja. 80er. Also die Lampe heißt 43 mal 63. 44 mal 63. Das würde ja dann auch optimal passen. Gut, also machen wir dann, wenn das 2 Meter Becken wird. 2-204er. 2-204er. Und wenn das große Becken wird, gibt es 3-204er. 204er. Ja, so ist der Plan. Das ist die beste Variante. Und dann. Beste Variante und dann muss man bei den großen Becken dann halt wie gesagt außen im Prinzip sitzt man dann hier dann in der Mitte dann noch mal eine Öffnung zusätzlich rein für die Ocean Motion, dann haben wir die alle drei in der Rückwand versteckt. Also es läuft ja so ab, wenn du dich dafür entschieden hast, dann werde ich nach deinen Vorgaben einmal das Aquarium zeichnen, also ja. Nach deinen groben Vorgaben, ja. Ne? Und sagen, okay, ist natürlich schön, wenn umso detaillierterer die Vorgaben sind und so detaillierter kann ich das auch sofort zeichnen, aber dann ist das Becken jetzt erstmal auf Papier gebracht und auf der Basis kann man weiter planen. Okay. Dann sieht man häufig auch, okay, vielleicht habe ich mich da von der Proportion her vertan, vielleicht kann man an der Stelle noch mal ein bisschen fein justieren und so ist auch der normale Werdegang. Also Okay. Das ist halt dann nicht in Stein gemeißelt und ist dann sofort gebaut, sondern auf der Basis kann man dann weiter planen. Und in den Radverstrebungen können wir dann die Ocean Motion dann wieder aussparen oder setzt man die dann wie bei ihm dann? Die müssen wir dann davor setzen, weil wenn die. Bisschen kann man die aussparen, aber ich brauche ja ein bisschen Fleisch zum Kleben. Also das heißt, das ist ja auf Gärung geklebt. Also man könnte die jetzt. Habe ich gerade nicht eine Zeichnung, wo ich eine Aussparung drin habe, muss ich gleich mal gucken. Aber man könnte die jetzt natürlich hier verjüngen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel. Einer sagt, ich habe jetzt hier solche Haltearme von einer Beleuchtung, die kann aber nur 60 mm überbrücken, 6 cm. Ja. Da kann man die an den Stellen ganz bestimmt dann halt auch mal aussparen. Wäre das auch möglich, dass man quasi gesehen hier die Verstrebung weitergehen lässt und dann einfach hier an dem Rand diese Aussparung macht? Dass du quasi die Befestigung auf der senkrechten Scheibe machst? Nee, weil das Becken wäre auf Gärung verklebt. Ne? Und dann auch auf der obere Rand wird auf Gärung verklebt. Okay. Ja, und dann hättest du also ein bisschen, also mindestens Materialstärke plus 10 mm zum Kleben brauchen wir dann schon. Also gut. Wenn es oben aufsetzt, brauchen wir ja 9 cm nach vorne. So, wenn du sowieso schon einen Umlauf von 10 cm Rand hast, hast du nur noch ein Zentimeterchen da. Das funktioniert also schon mal nicht. Nee. Wenn du es verjüngt haben willst, um mit den Pumpen weiter reinzukommen, kann man machen, aber du siehst ja im Endeffekt auch bei mir, wie weit die reinkommen. Ja, das ist schon heftig. Also, du hast da aber. Wir haben so eine Adapterplatte, oder nicht?
Es gibt einmal die Adapterkürze, das ist so. Ja, wir haben, ich baue jetzt ein Becken, da fräsen wir einfach eine Tasche in die Handverstärkung und die. Moment. Die muss man schon direkt reinsetzen. Ja, das wäre. In die feste Bohrung. Also sprich, kriegt man uns die Maße, wie die Ocean Motion unten aussieht. Und dann wird im Prinzip die Tasche für die Ocean Motion direkt ins Becken gebohrt. Ob das Orca ist oder Ocean Motion, das ist eigentlich relativ egal. Die werden von beide von unten ja in irgendeiner Form verschraubt. Ja gut, genau. Also da kann ich mir eigentlich komplett sparen. Mhm. Ich kann ja hier, das ist ja. Diese Flansch, den kann ich ja absetzen und sofort in die Randverstärkung einarbeiten. Ja, oder wir gehen hin und setzen oder bohren durch die durch den Rand durch. Und machen eben die Zeichnung, wie wir es bei dem Kunden machen. Ja gut, aber das Teil könnten wir auch Florian schicken, dass er das dann damit planen kann. Hm. Weil das ist doch ziemlich das gleiche System. Theoretisch schon. Du könntest wirklich komplett mit der Ausfräsung, sodass man das direkt fest verschrauben kann. Ja. Dass man meinetwegen diese 11 cm vom Rand gehen oder. Gut, der könnte natürlich auch noch hier an der Stelle, wo er das Datum macht, ein Stückchen weiter gehen als die 10 cm. Mhm. Da hätte ich ja kein Problem mit. Ist ja nach hinten. Dann halt eine Ausfräsung machen, sodass dass die Ocean Motion oben direkt draufgesetzt wird. Dann ist die fest montiert. Ja. Also dann schicken wir ihm die eine Pumpensteuerung, dass er die hier hat, dass er das dann genau einmessen und planen kann und fertig. Ja. Müssen wir nur überlegen, ob wir dann auch bei den 3 Metern mit 3 hinkommen oder ob du dann 4 nimmst. Quasi, wir sehen hier eine, da eine und hier zwei nebeneinander. Die eine so, die andere so. Wenn, dann würde ich die so gleichmäßig verteilen. Kommt auf den Riffaufbau an. Das muss man uns dann überlegen, wie das Riff gestaltet werden soll. Ja. Dann brauchst du auch wieder auf den D-Pfeil gedreht. Du kannst natürlich auch sagen, dass wir. Keine Ahnung, dass du dann hier eine zur Seite machen musst. Du hast ja sowieso die Kopfseiten. Und zumindest hier könntest du ja noch frei wählen. Ja. Das heißt, wenn du ja als eine hier auf Kopf sitzt, die kommt optisch natürlich weiter nach vorne und dann setzt du noch 3 hinten drauf, dann hast du deine 4 Stück verballert, die du sowieso vorhast. Ja gut, bis jetzt gehen wir schon mal von 3 aus. Wir haben nur den 4er Controller. Wobei ich mir einen 2er-Controller nachbestellen werde, warum in dem Waterbox? Ja, musst du ja sowieso haben. Ja. Da brauche ich keine 4, da reichen 2. Mhm. Momentan habe ich eine sehr geile Sprünge, aber schon eine fest hier. Dann habe ich 2 Ecken, wo sich der Schmodder wäre. Kann ich immer schön absaugen. Das würde ja auch reichen, wenn man jetzt tatsächlich wirklich nur oben in dem Rand die Aufnahme hat. Also hier ist jetzt genau ein Becken, 2 Meter lang, wo diese Aufnahme in die Randverstärkung mit eingearbeitet wird. Hier ist ein Gewinde drin. Mhm. Das ist jetzt ziemlich relativ kleine Zeichnung, also das muss ich dann am PC gleich mal zeigen. Da ist auch schon eine umlaufende Falz mit eingeplant, hier nach Langlöcher für Kabelauslässe. Also geht auf jeden Fall. Ja, aber da wird ja reicht mir mit dir das Muster davon zuschicken oder vorbeibringen. Genau. Und dann können wir besprechen. Kommst du her? Ich komme aus Münster. Ah, okay. Und ich bin heute 3 Stunden abgefahren. Oh. Ja, aber Münster, wie bist du denn 3 Stunden? Ich habe erst da eine Abkürzung danach gehen. Und es war überall Stau. Okay. Sein TMC hat jeden Stau gefunden. Ja. Und den haben wir. Ja, ungefähr, ja, sind auf jeden Fall unter 2 Stunden, würde ich sagen. Normalerweise sind das eigentlich unter 2 Stunden, ja. Ja. Weil das können wir dann vorbeibringen. Mhm. Weil die Idee gefällt mir noch am besten, das dann direkt da vorzubereiten und einzubauen. Ja, vor allem haben wir gerade schon gesagt, also der hat ja sowieso einen Controller für 4 Stück. Dann könnte man tatsächlich gleichmäßig das Ganze verteilen und vielleicht noch auf die Kopfseite eine setzen. Ja, ich würde dann auch, wenn, also ich hätte damit eher ein Problem, mich dann endgültig und für immer irgendwie mit einer Position festzulegen. Das ist auch häufig so, wenn Leute, die mit der MP40 arbeiten, die hat ja echt oftmals Probleme, ist nur mit 19 mm angegeben, aber weiß ich nicht, kenne auf jeden Fall einige Fälle, wo die auch 15 mm nicht gehalten hat. Zumindest ist es so, dass wenn man jetzt stärkeres Material wählt, 20 mm, dass viele Leute sagen, kannst du mir da eine Tasche abfräsen, so dass wir dann nur noch auf 15 mm sind. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, aber da würde ich mir doch irgendwie, würde ich
würde mir schwer fallen, ein Aquarium in diesem Preissegment anfertigen zu lassen nach einem Produkt, welches vielleicht auch nicht mehr lange oder beziehungsweise vielleicht mal irgendwann ausgetauscht werden müsste. So, in dem Fall sind das kleine Taschen, die man in die Randverstärkung einarbeitet. Mhm. Und die kann ich ja vielleicht mit einem Wissen. Mit irgendwas. Wenn man es nicht mehr braucht. Ja, aber ich könnte ja mir vielleicht noch zwei, drei Positionen mehr dazu einfräsen lassen. Und da gibt es dann genauso Passstücke dazu, um die bei nicht Gebrauch dann abzudecken. Das sind jetzt alles Möglichkeiten. Ja. Also die gefällt mir am besten. Ist auch. Ja. Also so machen wir das auf jeden Fall. Bringen wir die vorbei. Mhm. Dann können wir dann zusammen gucken, wo man die reinbaut. Ja, die ist etwas abgesetzt. Wir haben nicht so eine breite Aufnahme. Bei der Ocean Motion ist es so, dass die mehr flach nach hinten geht. Aber im Prinzip nur mit den zwei Schrauben befestigt wird. Ja, du hast ja auch diesen. Einmal für 5 Steg so und einmal 5 Steg so. Hast ja zwei verschiedene da. Mhm. Ja, okay, die braucht man ja im Prinzip dann überhaupt nicht. Wir setzen das nackte Gerät direkt auf. Das habe ich schon verstanden. Ja. Bloß die Art und Weise, wie es halt. Also wir brauchen halt nicht so eine breite Tasche, da wird es halt ziemlich schmal. Ich passe die an. Ja. Fügt mir einfach das Gerät und dann. Also das sind ja diese feinen. Das ist dann diese Feinjustierung, ne? Dann anschließend, wenn man dann schaut. Dann müssen wir auch gucken, dass man irgendwo eine Möglichkeit, einen Lüfter hat zu installieren. Ja. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Ja. Aber das kannst du ja dann auf den gleichen Weise machen. Ich kann an die Randverstärkung auch einen Lüfter einplanen. Also dann würde ich die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen breiter machen, aber wenn das so ein PVC-Lüfter ist, den vielleicht bietet sich das dann hier an, also in dem Bereich, wo ich dann am meisten vielleicht zur Verfügung habe, Material zur Verfügung habe, kann ich das dann. Du wolltest ja direkt mit ein senkrechtes Loch lassen, wo du dann von oben. Zum Beispiel, aber ich kann auch genauso gut in die Ausschnitte dann irgendwas da machen. Also das. Ja gut, da bin ich auf Vorgaben von euch angewiesen. Ja, dann konstruiere ich den vorher, lass mir vom Kumpel die Enthalterung drucken. Mhm. Und dann bringen wir die einfach mit, dann, keine Ahnung, Anfang Mai, Mitte Mai, dann nochmal runterfahren mit den Sachen, die dann eingebaut werden müssen. Ja. Die Frage, kommen wir damit hin, wenn das von oben reingedrückt wird, sodass die, ich sag mal, wenn wir jetzt richtige Abdeckplatten für den Winter drauflegen sollten. So wie ich das im Moment bei mir habe. Ja, dann mache ich das bei dem Becken nur, bei dem einen halt nur eine Seite und bei dem anderen Becken halt zwei und dann kann ich den Lüfter, den ich im Sommer nutze, runterregeln, dass der unter der Platte her geht. Das ist doch der einfachste Weg. Dann habe ich halt bei dem 2 Meter Becken nur 1 Meter abgedeckt, aber 1 Meter abgedeckt spart auch schon Wasser. Das, ja. Und im Sommer wird das Wohnzimmer bei uns so oder so nicht so warm, weil das Nordostseite ist. Musst du ein bisschen, wie es am besten hinkriegst. Ja. Geht sich halt wirklich darum, wie größer die Wasserfläche ist. Also du hast mindestens, ich sag mal, wenn der Ding offen ist, bei dem großen Becken kommst du an 10 bis 15 Liter am Tag. Ja, ich habe ein Juwel-Aquarium unter Treppenraum stehen, wo Osmosewasser nachfüllt. Da geht sich nicht darum, was jetzt im Endeffekt nachfüllen muss. Das ist das kleinere Problem. Genau. Ja, das ist nicht das Problem. Da mache ich mir gar keine Möchte nur, dass du das nachvollziehst, weil ich habe tatsächlich, wenn ich mein Becken komplett offen lasse, liege ich so um die 8 Liter am Tag, die durchgehen. Momentan in abgedecktem Zustand, vollkommen abgedeckt mit halt Unterlüftung, liege ich bei 5 Liter. Das heißt also knapp ein Drittel weniger. Ja, aber du hast Südseite bei dir. Dein Raum ist viel wärmer als meiner? Überhaupt nicht. Du hast eine höhere Temperatur in dem Haus als ich. Richtig höher. Also ich schätze, ich habe jetzt unten bei dem Mieter, das hat wesentlich weniger Fläche. Da habe ich 2 Liter am Tag gebraucht. Weil ich im Sommer auch so gut wie nie der Lüfter angesprungen ist. Wir werden es sehen. Ja, ausprobieren. Da der Plan ja sowieso hier ist, kann man dann immer noch mal über entsprechende Klappen bzw. Platten nachdenken. Eben. Also ist das der beste Weg, denke ich.
auch mit den, sowohl mit für den Lüfter als auch für die Dreheinheiten. Und wenn Florian da auch eine Abdeckkante macht, können wir uns auch mehrere reinschneiden, damit wir nicht festgelegt sind, wie viel wir brauchen. Ja, auf jeden Fall machbar mit dem Material auch. Also wird programmiert und dann ist das sowieso ein Fräsvorgang. Das ist noch ein bisschen länger. Ja. Deine Kleider. Ja, ja. So machen wir das. Dann fahren wir hier im Mai nochmal hin. Und dann das Material mit, was angepasst werden muss. Ja, und dann würde ich dann halt auch zu dem Termin, würde ich es halt auch zeichnen dann. Ne? Und dann legen wir dann. Ich könnte ja schon mal. Also ich würde jetzt vorschlagen, sobald du oder ihr zu Hause eine Lösung gefunden habt oder euch für eine Variante entschieden habt, gibst du mir Bescheid. Ja. Dann kann ich ja schon mal einfach nur eine Basis zeichnen. Und mit der Basis kannst du schon mal weiter planen und denken, okay, alles wird, ne? Das. Und dann sehen wir uns dann im Mai, wenn du magst. Ja. Und können diese Basiszeichnung dann erweitern und finalisieren. Das ist ein guter Plan. Und dann brauchst du denn das, ja? Reicht in 8-10 Wochen die springende Tiere. Ich möchte nur zur Sicherheit drüber haben fürs gute Gewissen. Weil ich das unverantwortlich finde. Hinterher schrecken sie sich doch mal, wenn man da nachts rumläuft und dann hast du einen draußen liegen. Finde ich nicht gut. Nee, absolut. So, dann will ich jetzt nochmal eben. Ich bitte das jetzt auch im Nachgang zeichnen und dann zuschicken. Wir machen. Okay, das ist da oben, was ist dir ausgegeben. Die sind jetzt so am Becken. Genau. Da feste. Die sind im Prinzip jetzt mit der Aufsatzhaltung unten dran. Ich darf hier rein. Ja. Ich weiß, ich hätte jetzt einfach. Weiß ich gesehen. Hängen die jetzt einfach so dran. Ich hätte quasi einen solchen Rahmen. Mit diesen Ausschnitten drin? Ja. Der darf durchgehen? Der darf durchgehen. Oder musst du hier dran, soll ich eine Klappe machen? Nein, brauche ich keine Klappe. Und in diesen Ausschnitten haben wir dann halt das. Die Springschutze drin liegen, nochmal als separate Inlays, ja, die du da raussehen kannst. Genau. Das heißt, der bleibt dauerhaft dran? Genau. Ja, okay, verstanden. Dann zeichne ich dir das. Kommt aber nicht auf eine Woche an. Ja, nächste Woche wahrscheinlich. Ja, diese Woche nicht. Wenn ich es länger liegen lasse, habe ich es nicht vergessen, aber dann bin ich nicht mehr so im Thema drin. Also ich arbeite es dann schon gerne. Ja. Ab, das ist halt auch. Nur noch überlegen, wie ich das 3 Meter wecken kann, zu niedrig. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also zur Not können wir es noch liefern. Sind wir wieder on air? Ja. Okay, Handy weg. Ja, also die Frage wäre ja auch grundsätzlich, also nützt das ja nicht, ist ja das Thema nicht. Aber schon öfters ein Aquarium geliefert. Thomas Lopp. Mhm, genau. Und. Halt, Giersen. Giersen? Bei uns ist das Tür vorne auf, geradeaus durchgehen. Ja, also wenn das ein Problem gehen sollte, wir haben die Fahrzeuge, Hänger etc., also das sollte, das geht auch, also wir können liefern. Weil in der Regel werden die Aquarien mit der Spedition versendet, dafür müsste dann eine Transportkiste gemacht werden. Mhm. Und das könntest du dir sparen. Ja. Und ich glaube, bevor du jetzt da irgendwie eine Karre mietest, dann bist du günstiger, wenn du unseren Fahrern da ein kleines Trinksprit-Geld gibst. Und dann, ja. Das wäre klasse. Das geht auf jeden Fall. Super. Mega. Ja, das ist ja nicht. Bei uns ist ja jetzt E-Mail. Nicht das Problem. Wer wird bei Sportschein? Das ist echt nicht hoch, wenn es hoch. Da habe ich nichts mehr zu tun. Das ist Hochkant, kannst du es so tragen, hast du eine 60er Tiefe, da kommst du von vorne bis hinten durch. Du kommst sogar bis in den Garten, oder 3 Meter Länge. Ja, ist ja nicht ein Garten. Nein. Aber könnte man, ich weiß, okay. Ja, machst alle 3 Türen auf, Hauseingangstür, Windfang und Wohnzimmertür und gehst durch. Du kannst sogar theoretisch einen Windfang auf Rolli stellen und reinschieben, wenn es dir zu schwer ist. Oder uns zu schwer ist. So schwer wird es nicht. Nein. Nee. Das ist das nächste Schöne, das Gewicht.
das wisst, was liegt? Ja, das würde mich mal interessieren. Welches haben wir denn? Also genau, beide. Das Drachenmeter. Also unter 150 Kilo wiegt das 3 Meter. Das ist ein Witz. So. Wenn du es magst, kann man das mit zwei Mann tragen. Muss man nicht unbedingt. Aber es Wasser wäre es theoretisch. Also das Waterbox, was wir jetzt nach oben getragen haben, waren, was ihr nach oben getragen habt, waren 140 Kilo. Das ist nicht annähernd so groß. Ja, da habe ich mich jetzt, ich kann mal gerade fast schon ein bisschen viel. Wir können gleich mal anheben. Ja, aber es passt. 140 Kilo habe ich jetzt gerade hier. Das soll ich noch stehen. Ja, das denn. Also, ja, das was für mich ausschlaggebend ist für Acryl, ist die Haltbarkeit und ganz einfach die Durchsicht. Und die Nähte. Das ist ja die Haltbarkeit. Ja, ja. Gut. Wenn du das damit meinst, ja. Silikonnähte, wenn ich Pech habe, sind nach 10 Jahren durch. Das sieht mir mal König. Das ist für mich der ausschlaggebende Faktoren. Und selbst wenn ich mal einen Fehler bastel und mir dann Kratzer reinmache, traue ich mir das zu, den da wieder rauszukloppen. Genau, du wolltest gleich das Gerät natürlich, ne? Wenn es da ist, gerne. Ja, ist da. Christoph? Kannst du dir wirklich sagen, dass du den Kofferraum mal fertig machst? Also, dass wir dir gleich, dass der Daniel das CD42 mitnimmt. Der nimmt das vom Arm. Kann er nehmen. Danke. Check, was hast du gemacht? Das ist üblich. Du hast jetzt Bodenkontrolle, glaube ich. Und? Happy damit? Sagen wir mal so, ich muss den Boden weniger sauber machen. Also ich habe es jetzt tatsächlich über die ganze Zeit, wo ich das Becken jetzt habe, den Boden immer nur in 14 Tagesabständen mit der Klingel gemacht. Es ist eine Schweinearbeit. Ja, auf jeden Fall. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, wenn der Boden dann sauber ist, und der ist ja von unten weiß foliert, das Becken sieht einfach nur geil aus. Das ist einfach fantastisch. So, jetzt habe ich dann mit dem Tolga mal so ein kleines bisschen geschnackt. Der hat ja jetzt bei sich auch Boden drin, weil an Tobi bin ich nicht wirklich rangekommen. Aber der ist ja sowieso konstant in allen Gassen, da kommst du ja relativ schlecht dran. Und Tolga meinte, kein Problem. Und tatsächlich, also ich habe jetzt die Tonga-Perls drin von Aquamedic, also keinen richtigen Sand. Die laufen sich jetzt gerade auch erst ein. Ja, und tatsächlich ist es so, dass die sich halt gerade erst einlaufen, also nehmen jetzt hier und da ein bisschen Farbe an, was ich jetzt mit einer Grundel bekämpfen will im Endeffekt. Aber es ist optisch und vom Arbeitsaufwand ist es sehr viel angenehmer. Mhm. Ja, ich bin da auch wertfrei, aber grundsätzlich gefallen mir natürlich, also sind Aquarien, die so ein bisschen als Biotop aufgebaut sind, das gehört auch ein bisschen rund und so. Mhm. Finde ich ja schon schöner. Wobei es natürlich auch Becken gibt, die halt absolut clean sind und eigentlich genau das Gegenteil eines Biotops sind, aber auch genauso geil sind. Weil jetzt im Endeffekt siehst wie. Ja, ich habe das Video gesehen, genau. Es sieht ziemlich geil aus. Also jetzt ist natürlich ein leichter Braunschicht mit drin, weil jetzt halt momentan noch Algen nehmen, die Tonga-Perls nehmen, in der Form dann relativ zügig, weil die halt diese runde Oberfläche haben, die Algen an. Aber jetzt muss ich halt das Ganze durcharbeiten. Und der Boden muss sich auch erstmal einspielen. Ja, tatsächlich, die Kratzer, die ich mir eingefangen habe, habe ich mir durch Asterinas eingefangen. Deine was? Deine Kratzer? Hm? Asterinas sehe ich da. Die ich im Prinzip nicht sehend unter der Watte innen hatte. Also sprich, bin mit der Watte drauf vorbeigegangen und dann haben diese Seesterne auf der Unterseite dann doch eine recht raue Oberfläche. Und da holt sie dir der Kratzer mit rein. Komischerweise, jetzt habe ich an der Frontscheibe, wo ich den Sand da liegen habe, habe ich weniger Asterinas vorne an der Scheibe. Die sind dann jetzt mehr an der Rückwand. Wo ich dann natürlich nur mit der Klinge dran vorbeigehe und dass die Kratzer nicht zu sehen sind. Aber soll man nicht glauben, diese kleinen Drecks. Ja. Ja, es ist ja immer, sind es dann halt Feinpartikel oder halt eine Schnecke oder. Oder tatsächlich ja auch eine verkantete Klinge. Das ist auch so eine Sache, wenn du dann mal mit einem langen Stab arbeitest und verkantest die Klinge so ein kleines bisschen, nur dass die Spitze unten geht, das siehst du sofort. Kannst du zwar noch, wenn es nicht zu stark ist, mit der glatten Seite noch ausdrücken, das geht.
Aber manchmal hast du dadurch dann auch tatsächlich. Also da muss man schon wirklich aufpassen. Ja, das sind dann kritische Reporter, auf jeden Fall, ja. Aber es ist ja schön, dass es im Endeffekt die Möglichkeit gibt, ja, es jetzt endlich rauszupolieren. Plus der Acrylklingenschaber ist klasse zum Reinigen. Habe ich mir auch bestellt. Mhm. Leder. Ja, finde ich auch. Kann ja, also ich finde die nächste neuen Satzklingen bräuchte ich auch noch, müsste ich auch noch mitnehmen. Mhm. Weil mittlerweile sind die so weit runter beschliffen, ist nicht mehr viel. Wenn es okay ist, gehe ich mal kurz Bescheid sagen, die machen Feierabend und ich muss den Zentimeter draußen für den Ablauf. Ja, das geht sicherlich auch kleiner, aber du willst ja irgendwie, sonst kannst du nicht mehr anziehen, kannst du nicht vernünftig ran. Ja. Also ich würde die, wenn du innen 120 mm hast und die 15 mm Wallung dazu, bist du bei 135. Ja. Da kann man sicherlich noch einen Zentimeter sparen, aber so kommst du halt auch mit solchen zarten Händen da vernünftig rein. Und das würde ich mal, wir haben hinten, du willst mal gucken, da sind zwei. Sollen wir mal gucken gehen? Also ist das gut. Gehen wir. Du willst noch ruhiger sein. Ja, die sind noch eh schon am Trinken, weil der Christoph heute sein letzten. Also das sind immer Vorgaben gewesen von Kunden, also da müsste ich jetzt mal, könnte ich das aufmachen. Ja, das ist ja, das ist aber mehr als 10. Das ist mehr, ja, das ist halt jetzt. Ist ja nicht immer so, dass wir die Decken komplett im Detail alleine designen, sondern halt auch oftmals der Kunde oder dann die Vorgabe gibt. Das ist auf jeden Fall wesentlich mehr. Was hat das? 14 Inmaß? Ich gehe mal eben was zum Essen. Hat jemand Räume? Was denn? Das ist außen 150 mm, das heißt, du hast 135 m. Ja, hier kannst du halt, du siehst, da ist auf jeden Fall Platz drin. Hier gehe ich von außen genau das gleiche, grün. Das war immer eine Vorgabe. Ne? Wie viel hat das? 14? Innen 145, 5 mm hat sich dein scharfes Auge getäuscht. Das ist ja ein Desaster. Da war ich nicht. Ja, das ist jetzt, der hat außen 100 mm. So, und bei deinem Becken fände ich noch ziemlich winzig, ne? Komme ich auch mit der Hand nicht mehr rein. Nee, und das ist halt auch für einen 32er Ablauf. Also, das ist halt jetzt nichts für die Becken, muss ich sagen. Dann müssen wir die Zentimeter da halt rausholen. Genau, mal gucken, ob hinten im Kleberraum noch gerade schon ein paar Überläufe geklebt sind. Hier haben wir die Situation, genau. 125 mm, 120 innen, 135 außen. So, guck mal von der Seite. So, wie für deine Hand gemacht? Und nochmal rein. Ja. Das sind wahrscheinlich auch 40er Abläufe, ne? Ja, 2 Stück 40. Das ist die Life Hannover. So. Wie wird das denn hier gemacht? Hier kommt dann einfach ein Kamm hinter? Hier kommt ein Kamm hinter, ja genau. Eine Tasche. Okay. Hier wird eine Tasche dran gemacht und dann so, dass du ihn hier entnehmen kannst. Okay. Hier wird jetzt in dem Falle, ist es so, wir machen ja schwarz immer aus vollem Material, Vollmaterial. Ja. Blau gibt es in der Materialstärke nicht. Und daher machen wir das transparent. Kleben den oder folieren die Seiten und dann wird der von vorne mit einem Blau in der gleichen Farbe verblendet, so oder so, sonst würdest du ja reingucken. Mhm. Ich kann die Folie jetzt nicht durchgehen lassen, weil du ja auch sonst nicht kleben könntest. Ne? Ja. Aber die Klebenaht ist echt dünn. Das ist jetzt auch nur die vom Überlauf, ne? Die wird von innen gesetzt, ne? Also die wird die verschwindet ja dann anschließend komplett. Ja. Das ist eine Stumpfklebenaht, die so, dass du auch von außen nichts hast. Also die gewinnt bestimmt keinen Schönheitspreis, aber ist ja auch eine für eine Funktion im Überlauf und genau. Diese wird man nicht sehen. Und hier siehst du auch die Gehung. Hier wird das auch so gemacht. Ja. Ja, aber da gucken wir am besten hinten bei den fertigen Becken. Ja. Sehen wir diese. Recht stark. Freue ich mich drauf. Ja, schade, dass das große Becken nicht gesehen hat. Wie gesagt, eben eigentlich. Lass ruhig alles an.
Wenn von das Becken geht, nein? Ah, das geht doch. Das geht nach Mauritius, das stimmt. Das heißt, die Phase jetzt schon gerade, aber sind ist noch nicht final formuliert. Aber ja, auch hier das gefällt, das ist gar nicht oft. Das ist gar nicht. Ja, es ist immer noch ein Handwerk. Ne? Also ja. Nichts, das spielen wir mit offenen Karten. Das ist ein, das kann passieren. 100%iges Handwerk und das haben wir auch, wenn ihr dann eine Auftragsbestätigung von uns bekommen würdet. Mhm. Da steht auch drin, dass es auch chemische Prozesse sind, die da ablaufen. Dass wir nicht 100%ig ausschließen können, dass da irgendwelche kleinen Verfärbungen oder Einschlüsse in so einer Klebenaht mal drin sind. Das ist einfach so. Aber wir kriegen das schon verdammt gut hin und das ist halt, ja. Ja. Gerade wenn die da zusammenschüttet, hat man ja schon mal so leichte. Ja, aber das sieht doch mega aus. Ja, das sieht auch meistens so aus, aber es kann halt nie 100%. Aber wenn du dir die Klebenaht anguckst, sieht mega aus. Das ist Wahnsinn. Ja. Von oben kannst du direkt jetzt die Gärung sehen auf den, ja, den dunklen Acryl. Und wenn du von hier vorne kommst, sieht das aus, als wenn es eine komplett schwarze Scheibe wäre. Ja. Einfach mega. Bohrung A 45er Rohr, also 55er Bohrungen. Ja, definitiv. Ja. Bei dem großen, okay, bei dem großen spielt es keine Rolle. Nein. Da kannst du von der Größe her sowieso spielen, wie du willst. Ja, wenn wir einen Ablaufschacht nehmen, den wir dann bei 50er, wenn wir uns das da hinten mal angucken. Also, das sind jetzt da. Das ist genau das Maß. Das hier, das sind Vorgaben vom Kunden, die Maße, die der hat eine Tankverschraubung, das geht in den Spannungsspucker, für den das ist. Weiß ich, aber das ist halt für. Ich hab die Handschreiber gekauft. Einmal 50, einmal 32, einmal 50, würde ich sagen. Ja, das hat man von 3,75 Meter mal 60. Wusstest du, dass das Becken in der Größe haben will? Dann können wir es ja direkt mitnehmen. Ja, ist genau. Dann ist es noch die Wand, die bist du dann noch schwarz benutzt. Ne? Ja, richtig. Also wenn du magst, packe ich das auch aus. Und das ist schnell wieder eingestretcht, wenn du es mal sehen möchtest. Würde ich gerne. Wenn das ja nicht zu viel Aufwand ist, würde ich es ja gerne. Mal eben. Ja. Ja, mega. Sagst du, ja, ne? Ja. Hallo, wir sind hier in der Werkstatt. Wahnsinn.